Hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht's endlich in den heroischen Bereich, denn die Bewohner des Schwarzfelds sind wieder da, aber dieses Mal machen sie keine halben Sachen. Der heroische Modus ist sehr schwer und nichts für zarte Gemüter. Ja, kann ich mir vorstellen, aber wir gehen trotzdem ran und gehen als erstes wieder auf den guten Korren Düsterbräu los. Zwerge sind Sklaven des Feuerfürsten. Kämpft euch durch ihre Reihen, um ihn zu erreichen. Ja, werden wir machen und dafür nehmen wir unser ganz spezielles Deck, das wir hier für ihn gebastelt haben, für den grimmigen Säufer. Und zwar haben wir dafür unser Saufendeck genommen. Besteht im Prinzip eigentlich nur aus den stärksten Karten, die wir irgendwie zur Verfügung haben, plus halt eben alle Zauber, wo wir irgendwie bekommen können und wo uns nützlich sein können. Ihr seht das Ganze auch hier nochmal, also wir haben wirklich nicht mit Heroics gespart. Nicht Heroics, Legendaries gespart. Und nehmen eigentlich hier auf die Hand eigentlich jetzt auch nur halt eben Zauber drauf. Plus halt eben den Wissenschaftler, damit wir Geheimnisse haben. So, das ist schon mal perfekt, dass wir den bekommen. Und er nimmt jetzt natürlich hier auch wieder seine Heldenfähigkeit. Nur mit dem Unterschied, wir bekommen nur eine Karte, er bekommt zwei. Aber damit können wir arbeiten. Wir setzen den Wissenschaftler hin, damit wir möglichst schnell halt eben ein passendes Geheimnis bekommen. Und nehmen den Schieftoren, weil er halt eben seine 5 Schaden macht, hier raus. Somit kommen auf uns hier im schlechtesten Fall hier 4 Schaden. So, er geht wieder weiter. Nimmt unser Elementar raus. Ist damit natürlich jetzt auch eingefrostet. Und macht sich das komplette Deck voll. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. Jetzt können wir natürlich alles einfrieren oder wir nehmen die einzelnen hier erstmal raus. Das mache ich hier, damit ich jetzt halt eben den Tüftler einsetzen kann. Wir haben ja drüben mehr als 4 und dann natürlich mal wieder der falsche. Ja, das ist natürlich hier wieder ganz tolles Luck, das ich hier habe. Ragnaros ist Primärziel, den nimmt er sich sofort raus. So, und macht sich sein komplettes Deck wieder voll mit Tanks. Werden ihm aber natürlich direkt durch sein Geddon rausgenommen. So, sieht nicht schlecht aus. Wir können damit arbeiten. Die Frage ist, was macht mir jetzt der Tüftler? Konnte natürlich nichts machen. Weil, ja, okay, was setzen wir rein? Wir können mit ihm ihn rausnehmen, dann gibt es keine 2 Schaden und wir behalten unseren Dreier unten. So, den nehmen wir auch raus und dann sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Es liegen 11 Schaden und jetzt nur noch 4 und der geht direkt ins Gesicht. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir möglichst schnell unseren Keltio satt. Lieber wäre es mir, wenn der vielleicht bei der Karte hergekommen wäre. Aber Kälte satt ist wirklich hier kampfentscheidend, weil wenn der uns einfach immer schnell unsere Tierchen wieder zurückbringt, ja, hat der Gegner eigentlich keine Chance, irgendwie großartig zu machen. So, wir klauen uns wieder einen von seinen. Dankeschön. Das ist perfekt. Mit dem 7-7er können wir hier drauf gehen, seine Phalanx raus, damit liegen noch 8 Schaden für ihn. Und ja, da setzen wir diesen Schaden drauf und dann sollte das eigentlich kein großes Ding sein. So, was kriegen wir? Wir bekommen ein Geheimnis, das ist sehr schön. Und er geht drauf, er geht uns ins Gesicht. Und es ist unser Zug. So, was machen wir? Ihn sollten wir auf... Ja gut, das heißt, dass er keine zusätzlichen Tierchen setzt, wahrscheinlich. Keltosat braucht noch 2, wir haben den Schlicki. Oder wir frieren einfach alle bei ihm drüben ein, damit er einfach nichts machen kann. Nehmen noch den hier für ihn raus. Der geht ins Gesicht. Den machen wir auch rein. Und gehen wirklich mit allem drauf, was irgendwie geht. So, was macht er jetzt? Er macht zum einen seine Heldenfähigkeit. Wir bekommen... Und nein, er macht... Hat er noch den... Nein! Hat er wirklich noch den... Scheiße, den hätte ich rausnehmen sollen. Okay, das wäre natürlich total intelligent.
Aber ja, was soll's. Dadurch, dass der eh nur noch ein Leben hat, können wir ihn hier mit unserer Heldenfähigkeit rausnehmen. Jetzt setzen wir einen Tank noch hin. Oder? Ja, Tank setzen wir. Das heißt, er braucht zwei Tierchen, um überhaupt an dem vorbeizukommen. Und hat somit keine schöne Chance, mit uns überhaupt was zu machen. So. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Den kriegen wir auch durch das Geheimnis. Und damit haben wir schon mal eine schöne Basis, mit der wir hier arbeiten können. Mexner kann natürlich jeden rausnehmen. Und es ist Runde 8. Deswegen sollte jetzt Kel'Thuzad kommen. Durch den Söldner haben wir allerdings das Problem, der kostet jetzt 11. Bringt natürlich nichts. Deswegen werden wir den jetzt einfach direkt... Ne, Flammenstoß bringt gar nichts. Deswegen nehmen wir den jetzt direkt gleich aus dem Spiel raus für uns beide. Wie geht's? Wie steht's? Wir gehen auf ihn drüben. Sie neutralisieren sich. Und damit haben wir jetzt in der Runde natürlich perfekt hier die Möglichkeit, Kel'Thuzad zum Spielen. Bei dem ist es wichtig, auf keinen Fall auf einen von den kleinen Minions zu gehen, da er sonst natürlich sofort über Hinrichten halt eben niedergestreckt wird. Aber alle anderen sind im Prinzip egal. Wir können auf jeden hier gehen. Den setze ich allerdings lieber auf den hier. Damit kommt er zurück. Ich hätte natürlich auch damit hier auf den Braumeister gehen können. Dann hätten wir nochmal einen extra Tank gehabt. Aber sieht auch so nicht schlecht aus. Also damit können wir auf jeden Fall arbeiten. So, er bufft den. Dachte schon, dem geht damit auf Mexner los. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch neutralisieren. Weil alle unsere Karten kommen ja am Ende des Zuges wieder zurück. Da gehen wir einmal drauf. Dann nehmen wir über eben einmal dieses Schildchen hier runter. Damit wir da eine schöne Möglichkeit haben, oder? Ach scheiße, ich hätte den Gedankenkontrolleur noch gehabt. Okay, ich hätte auch einen übernehmen können. Das wäre natürlich deutlich intelligenter gewesen. Naja, aber ihr wisst, wenn man schnell spielt, dann ja, passieren manchmal kleinere Fehler. So, mit Mexner können wir den hier wegnehmen. Beide gehen weg, kommt allerdings wieder. Der geht niemals auf einen Minion los. Außer es geht wirklich nicht anders. So, da bekommen wir Bane. Und den hier froschten wir ein, damit er uns einfach keinen Ärger macht. Und damit hat unser Gegner natürlich schön ein Problem. Jetzt nochmal mit dem Schlückspucker hier ins Gesicht. Und damit steht schon nur noch 13 für ihn. Sieht wirklich sehr gut aus. Und wir haben natürlich hier ein wunderschön volles Deck. Herr Nagmara, ich denke, unser Freund braucht eine Erfrischung. Ja, wir brauchen eine Erfrischung und die bekommen wir jetzt auch. Nämlich, wir nehmen alle von ihm weg. 4-4, dann steht eigentlich nur noch ein einziger da. Und wenn ich richtig zusammenzähle, müsste es eigentlich auch so schon langen. Das sind 4, 6, ja, passt locker. Das heißt, wir gehen mit Kel'Thuzad schon mal ins Gesicht. Räumen vielleicht hier noch das Deck ein bisschen auf, damit es schön aussieht. Den auch nochmal ins Gesicht. Und der gute King beendet das Ganze dann. Ja, das war die Runde. Ihr habt ja das Deck auch an der Seite gesehen. So grimmig war er gar nicht. Nee, war er nicht. Aber ja, ihr habt ja das Deck gesehen. Es waren jetzt wirklich einige starke Karten drin, aber nicht alle, ja, nicht alles, was man irgendwie an Legendaries herbringen konnte. Ja, gleich geht's dann weiter in die Arena hier zum Hochinquisator oder wie er heißt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen, beziehungsweise Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann ja, einfach abonnieren und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde hier beim Grimmigen Säufer. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und bis nachher dann. Ciao, ciao!